YouTube, ich muss mal wieder euch mal zu 85 LP. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wie gesagt, das erste Mehl hat unser LKW schon geladen. Paletten lädt hier auch automatisch weiter lang hin. Denn wir brauchen sie ja noch bei der Obstanlage. Der hier macht ja nicht weiter. Warum nicht? Hat heute keine Lust. Können wir ja den ja demnächst rüber nehmen. Ne, wir gehen auch mal auf den Mähdrescher, dann werden wir oben noch Vollwände ziehen. Wenigstens drei Bahnen, dass da wenigstens lang hinläuft. Wir sind halt auf umgezogen auf die 2-4. Wir müssen uns halt noch ein bisschen sputen, dass wir uns erstmal den Dünger machen können und dann aus Dünger und Getreide uns, wie ist das, Saatgut machen können. Warum ich kein Saatgut kaufe mehr. Da schauen wir auch einiges schon wieder ein. Wie gesagt, das müssen wir halt machen und wird noch ein hier wie in Anspruch nehmen. Dass wir wirklich auf den grünen Zweig kommen. Dass wir alle Flächen haben. Da wird es noch eine Weile lang hingehen hier. Wie gesagt, wie ihr es da hinten sehen tut, ist da unser Milchfass. Wie gesagt, hier unser LKW. Der ja uns unser Gerstenmehl abholt. Wir hätten immer noch. Hast du ja eigentlich nicht für die getan. Ach, der Schweinestall ist ja auch neu dazugekommen. Die Halle, die Futtermischanlage für Schweine. Dünger Saatgutproduktion. Die werden wir als erstes erstmal mit den Jange nehmen. Also da ein bisschen am grünen Zweig kommen. Was macht der denn da schon wieder? Am besten mir schneiden das vor, wenn er selber. Oder? Und lassen ansitzen. Lassen wir nochmal zweimal hier rüberfahren. Ja. Oh, noch viermal. Viermal ist besser. Da wir noch viermal hin und her fahren. Der macht hier seine Wiese fertig. Also das erste Gras schon mal reinkriegen. Hier der hat mit dem Bonsen noch Wasser geschnitten gehabt und gut, dass mir die Anlage nicht auf Null läuft. Aber wir werden jetzt hier schön ordentlich weitermachen. Aber denke ich mal, erstmal nicht. Wir werden den auch schnell abtanken, dass der weitermacht. Der ist ja auch schon mal voll. Dann werden wir schnell noch hochfahren wieder zur Mühle, das abliefern. Dass da unsere Produktion hier nicht wieder auf Stillstand kommt. Wir werden erstmal jetzt wirklich nächste Runde nochmal Raps hier mächtig viel anpflanzen müssen. Aber ich komplett eine Rapsrunde machen. Und den Raps dann verklingeln. Beziehungsweise Raffinerie und den verklingeln. Weil Raps bringt auch ein bisschen mehr Geld als wie. Nicht Raps. Diesel bringt ein bisschen mehr Geld als wie Raps. Also machen wir dieses ab. Wir haben auch Kompost raus und. Passt denn schon.
Unser Sägewerk läuft ja auch noch und wenn es dann wirklich überhand mit Paletten nimmt, wir haben halt die Paletten halt verschlingeln müssen. Da noch eine Einnahmequelle haben. Aber denk mal so schnell erstmal nicht, weil die komplette Obstanlage noch Paletten braucht und wir da hinkommen. Vergehen noch einige Parts und. Aber ich werde jetzt mal die Bienen noch fertig machen, rendern und dann hochladen, so dass wir heute und morgen noch welche haben. Noch, dass ich noch heute und morgen noch eins habe. Denn wir haben, ich habe sie auch schon mal hier schon wieder knapp vor dampfen. Dann werde ich die weiterlaufen lassen und dass die wenigstens heute noch hochkriege. Dann brauchen wir halt auch Weizen hier noch und Kroh und Gerste auch noch, weil hier auch noch nicht viel da ist. Aber wir müssen halt auch noch unsere Mehlproduktion in Gange bringen, dann können wir halt die nicht Mehlproduktion, Bäckereien in Gange bringen. Den Überschuss Mehl kann man ja verkaufen, denn gut, dass wir da eine Einnahmequelle haben drauf und wie gesagt, wir haben noch reichlich zu tun hier und ich will jetzt ungern die Karte aufheben und müssen halt hier, wieso bin ich das nächste Objekt im Weg? Wenn wir gleich mal da einspringen. Mal gucken, was der Meer für der Meer für Probleme hat. Gut, wir haben auch immer Feuerwände schneiden müssen. Dass es hier weiterläuft ohne Probleme. Wie gesagt, wir haben momentan reichlich zu tun. Der Mähdrescher ist alle Nasen lang voll und hier drüben die Fläche müssen wir auch noch fertig machen, geradezu. Das ist auch unsere gut, wenn wir es. Nee, wir müssen den Traktor hier einen Drescher abtanken, der schon mal voll ist. Wir haben jetzt schnell einen Drescher abtanken und dann mal gucken, wie es weiterläuft. Dann kann ich ja hier oben dreimal Freiwände machen und oder viermal. Mal hier vorne Vorgewände machen mit Gruppern und dann kann ich den unten das Vorgewände machen lassen, da uns nicht im Wege steht, weil ich zweimal Vorgewände drillen. Das grillt uns dann nicht irgendwo gegen Haut. Also die Trillen nicht irgendwo gegenrammelt wieder, wie zum Beispiel am Mähwagen schon wieder vorhin.
wir hatten das Sägewerk noch. Oh, hat auch noch reichlich Holz da. Wenn wir den jetzt umstellen, dass der nach Nord-Süd-Richtung fährt, die Fläche abweist. Aber ihr könnt euch demnächst auf die andere Fläche, auf der großen, freuen, dass es eine Riesenfläche geworden ist. Dass wir die runter haben, ist 3 Tage vorbei. Bist du da? Wenn wir schnell das Vorgewende ziehen hier. Aber Tanken habe ich vergessen. Der muss halt mal getankt werden hier. Demnächst noch. Aber wir haben zum Glück noch ein bisschen Diesel da. Das ist halt unser Glück hier. Wenn wir unseren Diesel fertig. Aber müssen wir halt unser Diesel noch in die Angel bringen. Ja, schon mal den hier mal schnell das Vorölwände ziehen, immer hoch, immer runter, drüben auch noch immer hoch. Passt das ja schon. Menno, Vorölwände können wir noch nicht ziehen, weil wie ich gerade sehe, haben wir gerade noch 30 Liter Saatgut drin und damit werden wir nicht weit kommen. Schnell noch mal ein paar Pickbacks abgetrollen. In der Hoffnung, dass wir demnächst demnächst unsere eigene Saatgut nehmen können. Ja, dass wir uns demnächst unsere eigene Saatgut nehmen können und da ein bisschen was Wind fahren und machen. Und sagt der hier, da dreht noch mal, oh, lass noch mal drehen. Also filmen wir erstmal. Ja, dann werden wir im nächsten Part anfangen zu drillen. Bis der Arzt kommt. Und dann wollen wir hoffen, dass wir unsere Produktion endlich in Gang haben. Mit wie ist das?
mit Saatgut und Dünger. Dann werde ich das Strohdingsenbumsen rausnehmen, auf drei Saatgutstufen hochgehen, so dass wir mit düngen müssen. Auch vorher wollen wir schnell so einen Drescher gucken, genau. Aber nicht bei Dach, dass er schon mal drin tut. Dann machen wir hier unten nochmal 1,6 Folienwände ziehen, dass wir unten auch Folienwände machen können mit Drillen und Scheiben. Aber wir werden schnell noch hier oben fertig machen, die in der Bahn zurückziehen, den runterlaufen lassen, in der Hoffnung, dass der Mähdrescher fertig ist und weitermacht. Werden wir uns halt noch ein bisschen beschäftigen, aber ich sehe gerade, dass unser Part jetzt hier schon mal zu Ende ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Matze 85 LP. Haltet die Ohren steif und macht keinen Mist. Tschüss.